Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr habt euch was gewünscht. Ich hatte ja gefragt, ob ihr irgendwelche tollen Ideen für Themenvorschläge habt. Und zwar wolltet ihr unter anderem, dass ich ein bisschen was zur Baumbestimmung im Winterzustand erzähle. Das hatte ich auch schon mal irgendwann früher irgendwo in irgendeinem Kommentar versprochen, dass ich das mache, sobald es Winter genug ist. Ja, inzwischen ist es Winter genug und demzufolge gucken wir uns jetzt mal so 3 bis 5, je nachdem, was ich sowas so finde, Bäumchen im Winterzustand an und ich erzähle euch, woran man die dann trotzdem erkennen kann. Fangen wir an mit was ganz Einfachem. Ja, Holzpflanze Nummer 1 ist diese hier. Ihr seht, die jeweiligen Knospen sind jeweils an einem einzelnen Stiel angebracht. Sie sind sehr lang vergleichsweise, sehr dünn vergleichsweise und laufen sehr spitz zu. Also schon so, dass man sich da auch ein bisschen weh machen kann, wenn man entsprechend drauf langt. Jede Knospe sitzt an einem einzelnen Stängel am Zweig. Das heißt, sie sitzen nicht direkt am Zweigchen an, sondern sind eben gestielt, das ist wichtig. Und dann haben wir es eigentlich im Wesentlichen auch schon. Weitere besondere Merkmale gibt es nicht. Die Knospen sitzen gegenständig, sprich eine geht in die Richtung, die nächste geht in die Richtung. Es geht wieder eine in die Richtung, dann geht die nächste wieder in die Richtung. Und die nächste geht wieder in die Richtung, beziehungsweise das ist jetzt die endständige, die geht direkt geradeaus. Aber das habt ihr auch an anderen Zweigen. Hier wieder das gleiche System, gegenständig, lang, spitz, rötlich-braun, wobei mit diesen Farbangaben tue ich mich immer schwer, ich sehe irgendwie die Farben anders als andere Leute. Es fehlt auch gelegentlich mal eine Knospe, wie hier am Endstiel, aber man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Und diese Dinger hier, die werdet ihr wirklich oft finden, wenn ihr in irgendeinem Wald eurer Wahl unterwegs seid. Das ist der häufigste Laubbaum, den wir haben, die Rotbuche. Also Standardbuche, oft auch nur Buche genannt. Wir gucken uns eine Knospe noch ein bisschen genauer an. Ihr könnt also auch die Knospenschuppen einigermaßen erkennen. So genau sollte das aussehen. Es fühlt sich sehr glatt an. Trotzdem sind einzelne Knospenschuppen eben sichtbar. Ich denke, jetzt habt ihr das gesehen. Das ist also die stinknormale Buche, die Rotbuche. Sie hat auch einen recht charakteristischen Stamm. Den gucken wir uns auch noch mal kurz an. Ja, also hier ein typischer Buchenstamm. Auffällig ist eben, dass der wirklich sehr, sehr glatt ist. Schon nahezu hautartig fast. Bisschen rau ist er natürlich trotzdem. Es handelt sich ja immer noch um einen Baum. Aber schon ein sehr, sehr glatter Stamm. Sehr ebenmäßig. Ohne große besondere Auffälligkeiten. Wenn mal eine Auffälligkeit dran ist, dann ist es hier ein sogenannter Chinesenbart. Das ist also quasi mal ein Ast gewesen, der jetzt langsam einwächst und dann bildet sich hier so ein langes Schnurrbärtchen in Anführungszeichen in der Mitte noch teilweise einem Loch. Hier unten kann man sowas auch noch sehen. Das ist so die einzige Sache, die an so einem Buchenstamm uneben ist. Der Rest ist eigentlich schön glatt. Normalerweise. Es sei denn, der Stamm hat irgendwo eine kleine Verletzung erlitten, wie in diesem Fall. Die ist aber auch schon gut verheilt im Übrigen. Ja, streng genommen handelt es sich hierbei gar nicht um einen Baum, sondern um einen Strauch. Also das Erste, was euch auffallen wird, ist die Knospenfarbe. Die sind hier nämlich jetzt nicht mehr braun. Das ist so Standard. Die meisten Knospen sind braun, sondern grün. Damit schließen sich schon einige Möglichkeiten aus, was das hier sein könnte. Wenn ihr genau hinguckt, und ich hoffe, man kann es auf der Kamera einigermaßen erkennen, ist der jüngste Trieb hier ein ganz kleines bisschen, ganz leicht behaart. Das ist manchmal ein bisschen deutlicher als hier. Ich gucke mal, dass ich nachher noch einen deutlicheren finde. Eben, die Dinger sind grün. Sie sind nicht ganz rund, wie ihr hier erkennen könnt, sondern so leicht, ja, asymmetrisch. Haben auch wieder keine deutlich fühlbaren Knospenschuppen, sie sind aber durchaus sichtbar. Schön ist halt eben wirklich diese Farbe, durchaus charakteristisch. Und interessant hier ist, wir haben sowohl endständige Knospen, also am Ende von einem Teilbereich des Stiels, als auch in der Achsel, also jedes Mal dort, wo sich, Entschuldigung, das muss ich jetzt erst wieder scharf stellen, dort, wo sich das Zweigchen verzweigt, bildet sich eben eine solche Achsel und in dieser Achsel sitzt auch jeweils noch eine Knospe. Gucken wir uns das nochmal woanders an.
Ja, hier kann man es auch gut sehen. Da verzweigt er sich. Jetzt ist das schon eine ältere Verzweigung, deshalb sitzt da keine Knospe mehr. Da saß aber auch mal eine, beziehungsweise aus so einer Seitenknospe, hier dieses kleine Ding hier in der Bildmitte, treibt dann später so eine Verzweigung hier aus, wie wir sie hier sehen. Und an der nächsten Achse, dieser hier wird diese winzig kleine Knospe hier möglicherweise auch irgendwann austreiben und wieder eine Verzweigung am Zweig herstellen. Und wie gesagt, immer am Ende des Zweiges ist dann auch noch jeweils eine Knospe, eine etwas dickere. Es ist also auch durchaus typisch, dass die Achselknospen ein bisschen kleiner sind als die endständigen hier, die dann alle so aussehen wie die, die ich euch eben schon gezeigt habe. Die sieht auch ganz ähnlich aus wie die, die ich euch eben gezeigt habe. Leicht asymmetrisch, schon ründlich, insgesamt so ein bisschen eiförmig und eben dieses charakteristische Grün. Wichtig sind auch noch die älteren Zweige zur Bestimmung. Hier könnt ihr dann auch sehen, dass da teilweise solche kleinen Flecken drauf sind. Wo haben wir denn noch welche? Hier zum Beispiel, da ist auch noch mal schön zu sehen, das sind auch zwei. Auch dann im noch älteren Bereich des Zweiges kann man sich hier auch ganz gut sehen. Das sind sogenannte Lentizellen. Das sind Atemöffnungen, durch die der Baum im Zweig einen gewissen Sauerstofftransport und Luftaustausch durchführen kann. Die sind also auf jeden Fall bei diesem Ding hier auch noch vorhanden. Wenn ihr die Rinde einritzt, ist es darunter schnell sehr grün und das Ganze riecht nicht besonders streng. Also wenn ihr jetzt hier dran riechen würdet, würdet ihr keinen besonders auffälligen Geruch wahrnehmen. Also auch hier wieder relativ wenige Merkmale. Achtet wieder bei den jüngsten Trieben darauf, dass diese so ganz leicht behaart sein sollten. Das kann man hier auch noch einigermaßen erkennen, hoffe ich. Und hier sind das nochmal ein anderer Zweig als den ich eben hatte. Also man kann schon ganz gut, seht ihr, hier sind auch wieder diese Achselknospen. Beziehungsweise Ansätze davon. Hier ist es schon kaputt gegangen und das ist dann hoffentlich ganz gut von anderen Bäumen zu unterscheiden, die so ähnlich aussehen. Da zeige ich euch als nächstes auch noch mal die Konkurrenz. Es handelt sich bei diesem Ding, und man kann es auch noch ganz gut erkennen, wenn man eben den Stamm sich genauer anguckt, mehrstämmig, alles relativ dünn, viel Stockausschlag zu erkennen, und das Ganze hat definitiv eine Straucharchitektur, das ist die Strauchhasel, also die normale Haselnuss, wie wir sie kennen. Jawohl. Ja, hier sehr leicht zu identifizieren ist die Hainbuche, allein anhand des Stammes, der hier ganz charakteristisch eben diese einzelnen Muskelstränge fast aus dem Stamm herausgearbeitet hat. Das sieht dann ungefähr so aus wie eine Wade von einem sehr schnellen Radsportler. Also einfach so ein muskulöser Männerunterschenkel. Das ist immer so der Merktipp, den mir mein Vater auf den Weg mitgegeben hat, um Hainbuche gut erkennen zu können. Also ihr könnt es sehen, das ist also ganz charakteristisch, dass die so einen sogenannten spannrückigen Stamm hat. Eben asymmetrisch, nicht rund, sondern immer mal wieder eingekerbt mit einzelnen Strängen, die sich da quasi herausarbeiten. Das ist schon allein Bestimmungsmerkmal Nummer 1. Aber wenn ihr euch die Knospen auch noch anguckt, dann werdet ihr im Unterschied zu der Buche feststellen, dass hier sowohl endständige Knospen sind, die so ein bisschen buchenartig aussehen. Sie sind aber nicht rein braun, sondern sie haben auch kleine grüne Flecken. Das ist charakteristisch. Und es gibt hier auch Knospen in den Achseln, die dann auch wieder so leicht länglich, leicht spitz sind. Aber im Vergleich zu der Buche sehen die Knospen doch ein bisschen gestaucht länglich spitz aus und nicht ganz so lang spitz zulaufend, speerspitzenartig wie bei der Rotbuche. Man muss übrigens dazu sagen, das kann man an den Knospen auch schön erkennen, wenn man jetzt eine Birke zum Vergleich hätte, die Hainbuche ist keine Buche, sondern ein Birkengewächs. Die heißt nur Hainbuche. Also im Deutschen halt eben Buche. Carpinus betulus. Die normale Buche heißt Fagus sylvatica, gehört also definitiv zu den Fagaceen, zu den Buchengewächsen, und dieses Ding hier eben nicht. Also ich hoffe, ihr habt es erkannt. Braune Knospen mit grünen Flecken, die gleichen auch in den Blattachseln. Das Ganze ist so ein bisschen gegenständig auch wieder angeordnet, sprich eine links, eine rechts. Hier kann man schön sehen. Eine rechts, eine links, eine rechts.
Und das geht halt immer so weiter. Die wechseln sich immer ab in der Ausrichtung. Man kann es auch hier erkennen. Ja, links, rechts, links, rechts, links. Ja, also es ist, denke ich, relativ simpel, insbesondere wenn man dann weiß, was man mit dem Stamm anfangen soll. Hier nochmal zur Verdeutlichung ein Haseltrieb, der deutlicher behaart ist. Ich denke, man kann es hier ganz gut erkennen, dass das Ding eben so leichte, relativ dicke Härchen hat. Die können sich auch leicht klebrig anfühlen. Die sind Fachausdruck ist drüsig behaart. Also ganz selten fühlen die sich so leicht klebrig an. Aber das ist dann eigentlich schon nichts Charakteristisches mehr. Das ist so selten, dass das auftritt. Ich würde es als Bestimmungsmerkmal nicht hernehmen. Aber nur, dass ihr jetzt nochmal einen einigermaßen behaarten Zweig von der Hasel gesehen habt. Gehen wir weiter. Ja, hier haben wir wieder eine weitere relativ häufige Baumart. Und sobald sie scharf ist, jetzt ist sie es, erzähle ich weiter. Das hier ist was, wo jede Menge verschiedener kleiner und großer Knospen eben jeweils am Triebende sitzen. Also ihr könnt es erkennen, es sind wirklich viele. Die sitzen da so rundum verteilt, alle am Triebende, möglichst gedrängt. Das hier sind wieder so leichte Achselknospen, diese zwei. Der Trieb wird gegen Ende auch relativ kurz und bildet demzufolge auch viele Achseln aus. Und man kann sie doch ganz schön erkennen, dass das also wirklich ein Haufen gedrängte Knospen sind. Und weiter unten gibt es dann auch jeweils, wie wir es bei den meisten anderen Sachen gesehen haben, so kleine Achselknospen. Die Endknospe läuft spitz zu, ist ziemlich symmetrisch angeordnet. Und das gilt auch für die anderen Endknospen, während die kleinen Achselknospen oft so ein bisschen leichter oval sind, beziehungsweise etwas asymmetrischer. Hier noch ein anderes Zweigchen, auch da kann man sehen, Endknospe ist so ein ganzes Knospenbündel mit vielen verschiedenen Knospen. Sind hier jetzt gar nicht so viele, das hat man schon schlimmer gesehen. Die Zweige weisen ansonsten keine große Besonderheit auf, es gibt keinerlei Haare, Drüsen und auch keine deutlichen Lentizellen. Was gibt es noch zu dem Ding zu sagen? Also ich habe es hier mit einem kleinen Mini-Exemplar zu tun, also zum Stamm kann man jetzt nicht allzu viel sagen. Ja, hier nochmal den unteren Bereich des Zweiges, dass ihr den gesehen habt. Ihr seht also, man kann, wenn man das jetzt wirklich schon 17.000 Mal angeguckt hat, auch an diesem Zweigchen erkennen, was es wahrscheinlich sein wird. Als Anfänger ist das allerdings nicht möglich, weil es gibt eben keine besonderen charakteristischen Merkmale. Die Farbe ist so gräulich. Ja, wie gesagt, wenn man schon 17.000 Mal gesehen hat, weiß man, dass hier ist eine Eiche, insbesondere eben durch die Knospen. Macht euch nicht die Mühe, die einzelnen Eichenarten an den Knospen unterscheiden zu können. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist. Manche Leute können es vielleicht, aber wenn man jetzt nicht wirklich der absolute Dendro-Freak ist, Dendro ist lateinisch für Baum, dann kriegt man das nicht hin. Deshalb ist es eine Eiche, nicht genau zu sagen, welche. Stieleiche oder Traubeneiche? Wahrscheinlich. Roteiche sieht noch mal ein bisschen anders aus, aber die ist sowieso nicht einheimisch, die ignorieren wir einfach mal. Ja, und hier habe ich jetzt auch das Ding gefunden, von dem ich gemeint habe, man kann es möglicherweise mit der Hasel verwechseln, denn es hat auch große grüne Knospen, vergleichsweise groß, aber wie ihr seht, im Vergleich zur Hasel ist die endstielige Knospe noch mal erheblich größer. Man kann also schon wirklich einen Größenunterschied feststellen. Sie ist nicht wie bei der Hasel so leicht eingedatscht, leicht oval, sondern wirklich schön groß rund. Und im weiter unten am Zweig sind die Achselknospen jeweils paarig angeordnet. Also auch ein schönes Unterscheidungsmerkmal zur Hasel. Die Achselknospen erscheinen auch oft so grün-schwärzlich. Also schon mit schwarzen Flecken dran in Anführungszeichen und auch charakteristisch. Auch charakteristisch sind diese helleren Stellen am Zweig, die um die Knospen drumherum angelegt sind, hier so unten dran vorbei. Das gibt es nämlich überall, selbst wenn gar keine Knospe da ist oder nur eine winzige Knospe, gibt es trotzdem diesen helleren Bereich um die Knospenansatzstelle. Das ist auch relativ charakteristisches Anzeichen dafür, dass wir es hier mit einem Bergahorn zu tun haben. Die Zweige haben auch Lentizellen, hier kann man schön erkennen.
Die sind nicht besonders deutlich, aber eigentlich fast immer vorhanden. Und sind nicht behaart. Also was an Lentizellen da ist, sind dann so wirklich so kleine Lentizellen, wirklich so kleine Pünktchen, keine wirklich richtig großen sichtbaren Öffnungen, wie das dann zum Teil bei der Hasel sehr gut zu sehen ist. Bei dem Exemplar, das ich gerade hatte, war es jetzt nicht so deutlich. Hier nochmal eine andere Knospe, auch da wieder eben diese große grüne Knospe. Auch hier teilweise dann die Schuppenblätterspitzen schon leicht schwärzlich verfärbt. Das ist relativ häufig beim Bergahorn, gerade wenn es ihm jetzt... Ja, und direkt unter der Endknospe befindet sich wieder ein paar gegenständige Achselknospen, die deutlich kleiner sind und auch hier etwas zu erkennen, leicht schwärzlich verfärbt gegen Ende. Also das mit dem schwärzlich verfärbt, das muss nicht, aber das ist relativ häufig zu sehen. Auch meistens charakteristisch ist irgendwo am Endtrieb ein sogenannter Kurztrieb, das ist diese Ziehharmonika-Phase hier, die so aussieht, als ob man da einfach den Zweig zusammengestaucht hätte und man ihn dann quasi ziehharmonika-mäßig wieder auseinanderziehen könnte. Das ist ein sogenannter Kurztrieb. Der tritt auch ganz oft in der Nähe der Knospe an einem Ahorntrieb auf, wobei das auch wieder nicht hundertprozentig charakteristisch ist. Und hier nochmal eine andere Knospe, auch wieder mit diesem Ziehharmonika-Kurztrieb, der hier nicht ganz so deutlich ist. Was hier fehlt, sind die beiden Knospen, die unter der Endknospe sitzen, beziehungsweise die Ansatzstelle dafür ist da, befindet sich eben hier, auch wieder mit diesem etwas helleren Bereich darunter. Und auf der Seite ist auch eine Knospe ausgebildet und hier drüben, ja, da fehlt sie dann halt, aber im Prinzip könnte da eine sein, ne? Darum geht's, dass das die Ansatzstelle dafür vorhanden ist. Es ist nicht immer an jeder Ansatzstelle für eine Knospe auch eine Knospe vorhanden. Ja, zum Stamm muss ich euch was erzählen, wenn ich mein Ahorn-Video dann irgendwann mal mache, also Baumwissen für Bushcrafter Ahorn, weil wie ihr seht, ist das hier wieder ein sehr junges Exemplar. Ich habe jetzt keinen dicken hier in der Nähe rumstehen und dementsprechend recht uncharakteristisch und unspektakulär. Könnte man also sehr wohl mit Hasel verwechseln, zumal dieses Exemplar hier leider auch noch etwas haselartig wächst, also so eher buschartig, strauchartig, nicht baumförmig, dann wäre es ja ein einzelner relativ dicker Stork, der nach oben geht, sondern der ist schon verzweigt, weshalb hier also durchaus Verwechslungsgefahr gegeben ist, ein Grund mehr, weshalb man sich unbedingt die Knospen angucken müsste. Ja, also ihr seht, Knospen bestimmen ist eine ziemlich ernste Angelegenheit, ich habe jetzt in diesem Video tatsächlich keinen einzigen blöden Witz gemacht. Schockierend. Na, wie dem auch sei, noch mehr mache ich jetzt nicht, weil übt erstmal das, was ihr gerade gelernt habt. Geht mal in den Wald und guckt mal, ob ihr das eine oder andere von dem Zeug wiederfindet, was ich euch gezeigt habe. Das sind alles sehr häufige Arten, die findet ihr überall, über die komplette Bundesrepublik verteilt. Also wirklich nichts Seltenes dabei. Und ja, schaut es euch doch einfach mal an, wenn ihr Lust habt, ob ihr das Ganze ein bisschen zuordnen könnt. Vielleicht könnt ihr euch auch noch einen Zettel mit Notizen machen, wo das dann jeweils nochmal einigermaßen draufsteht, was ich erzählt habe. Und versucht es einfach mal ein bisschen nachzuvollziehen. Guckt euch immer mehrere Exemplare derselben Art an, um zu schauen, inwiefern das auch wirklich an jedem Exemplar zu sehen ist, die charakteristischen Merkmale. Und wenn ihr das dann bei so 5 Stück gemacht habt und euch jedes Mal sicher seid, dass das jetzt eine Buche gewesen ist, dann kriegt ihr auch langsam so ein gewisses Händchen dafür, das ganz gut einschätzen zu können. Und wenn ihr das lange Zeit gemacht habt, dann könnt ihr irgendwie am Baum vorbeilaufen, kurz mal so machen, ah, Buche. Das geht dann alles relativ ruckizucki irgendwann. Braucht natürlich ein gewisses Maß an Übung. Vielleicht macht es euch Spaß, ein bisschen Baum bestimmen im Winterzustand. Zumindest kann man damit angeben, das kann kaum einer, selbst Leute, die Dinger im Sommer erkennen können, wissen meistens nicht, wie sie im Winter aussehen und ja, das ist so ein bisschen Waldnerdtum, wenn man das dann auch noch im Winter hinkriegt. Nadelbäume sehen im Winter übrigens genauso aus wie im Sommer, außer die Lärche. Überraschung, Überraschung. Ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!